Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vlog. Ich bin euer Xav und die liebe Xialin ist an meiner Seite. Hallöchen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das Thema Gamescom. Und zwar ist heute die Gamescom am 21.8. bis 24.8. Ist noch ein bisschen hin, aber es macht schon Sinn, jetzt sich um Tickets zu kümmern. Also falls ihr überlegt, auch auf die Gamescom zu gehen, besorgt euch heute schon oder demnächst Tickets. Kosten nicht die Welt, ich glaube irgendwas zwischen 19 und 97. Ja, das ist Tageskasse. Im Vorverkauf also, ja. Kostet 6,50 Euro unter der Woche und 21,50 Euro am Samstag. Und Samstag ist meistens auch das, was am schnellsten ausverkauft ist. Ja, genau. Und warum also, ist gerade der Samstag interessant? Weil wir am Samstag ein Art Fantreffen für euch veranstalten. Also ihr habt dort die Möglichkeit mit uns, ja, uns zu treffen sozusagen und mit uns zu labern, zu quatschen, vielleicht, ja, weiß ich nicht, was man so macht, auf jeden Fall halt irgendein Halligalli und vielleicht auch noch Autogramme kassieren kann und Autogramme und ja, genau, also, weil... Also Autogramme und Autogramme, das ist krass. Das ist mega, ja, das ist heftig. Das ist heftig. Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Das würde ich mir nicht entgehen lassen, das stimmt, hast du recht. Autogramme und Unterschriften. Otto, hallo! Ach so, wie vor 2 Jahren auf dem Handy, wo die Unterschrift dann verschwunden ist. Ja, ja, stimmt. Oder seine Unterschrift ist inzwischen weg. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, genau. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne vorbeikommen, mit uns ein bisschen Halligalli machen. Und ja, genau. Und dann sehen wir mal, was wir sonst noch machen. Und jetzt müssen wir erstmal buchen. Wir haben nämlich selber noch gar keine Karten. Genau. Dieses aber Samstag ist noch frei, steht da. Samstag ist noch frei, sehr gut. Jetzt kauft man wahrscheinlich 2 Karten und habt da Pech gehabt. Genau, dann ist ausverkauft, das wäre es jetzt. Stell dir mal vor. Das wäre übel. Und ein Hotel brauchen wir noch. Ein Hotel brauchen wir noch. Ja, letztes Mal sind wir ja hingefahren in die Gamescom und wieder zurückgefahren an einem Tag. Das war schon ziemlich anstrengend. Ja, dann sind wir da losgefahren, so um 3, halb 4 morgens. Ja, es war schon lustig. Ging eigentlich, gell, aber es war schon anstrengend. Möchte ich nicht nochmal machen. Vor allem brauchen wir jemanden, der auf die Hunde dann aufpasst. Ja, genau. Das haben wir wahrscheinlich nicht, das im Hotel. Genau. Das, ja, und da kommen die Hunde diesmal mit. Aber auch nicht auf die Gamescom. Das geht nicht. Das ist auch nicht schön für sie. Das ist immer viel zu voll und zu laut. So, genau. Hotel, ja. Das machen wir jetzt und ja, dann sehen wir uns gleich. Alles ist super, denn wir fahren nach Köln. Ja, wir hatten jetzt einen Marathon. Erstmal muss man ja erstmal ein Hotel finden, das halbwegs in der Nähe ist. Und dann ja, ich finde diese Suchmaschinen teilweise so ätzend. Ich hasse so kompliziert das. Danke, gemacht, dass du das gemacht hast. Ja, das ist voll kompliziert, also wirklich. Ich verstehe das nicht. Ja. Das ist ja schon allein das Buchen schon ein Urlaubstrip. Nee, allein dafür, dass ich schon buche, brauche ich Urlaub. Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall haben wir eins gefunden, das wir fahren nach Köln. Wir fahren nach Köln. Merkt euch, Samstag, 24.8. Genau. Wer von euch wird da sein? Wir waren schon drauf gewesen, ja, da stand schon nur noch 2 Tickets für Samstag verfügbar. Das steht da leider nicht. Was heißt leider? Ja, wäre doch gut. Ja, wäre aber interessant zu wissen, wie viele noch da sind. Ja, das stimmt. Ja. Wenn jetzt nur noch 10 da sind, dann... Vielleicht haben wir ja schon welche Tickets. Sagt doch mal, ob ihr Tickets schon habt oder ob ihr fahren wollt. Überredet eure Eltern, das wäre schon cool, wenn wir da so ein paar von euch treffen. Ja, das stimmt, das wäre schon ziemlich cool. Das vorletztes Jahr haben wir einen getroffen, das war schon cool. Ja. Wir standen dann zusammen mit dem an dem einen... Aerofly war das gewesen. Das Aerofly, wo wir dann da standen und Zeug gefangen haben für ihn. Ja, was hat er, ich glaube, irgendeinen Bus-Simulator hat er bekommen, glaube ich. Ich weiß, einen Flight-Simulator, glaube ich, oder so. Ja, oder so. Oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich sehr gefreut. Ja, das war schon lustig. Das war cool. Wenn ihr das mit uns erleben wollt. Als größere Gruppe ist bestimmt lustig. Da waren wir die Gamescom unsicher. Oh. Was hast du mit Halligalli? Halligalli, ja. Genau. Also, wie gesagt, macht mit, kommt vorbei, kostet nicht die Welt. Ich weiß nicht, was ist 16 Euro? Nein, für Samstag kostet 21,50 Euro die Karte. 21,50 Euro, da ist Schluss. Nee, genau, ja. Genau. Ist nicht die Welt. Genau, kriegt man, glaube ich, hin. Lieber ein Spiel weglassen, vielleicht dann auf der Gamescom ein Spiel abstauben. Wie macht man das dann mit Leihen? Machen wir wieder Leihen, genau, ja. Ich denke, das ist am besten. Genau, einfach Leihen, das ist sowas wie WhatsApp, nur ohne Telefonnummer. Dort heiße ich XaoKP, aber ihr könnt mir auch einen Kommentar schreiben, Xao, ich finde dich nicht oder sowas, dann kann man da nochmal absprechen und auf Discord oder sowas, genau. Damit wir uns dann finden, weil die Gamescom ist groß. Mhm. Und viele Menschen. Da. Ich freue mich, dass wir wieder hinfahren. Ja, ich auch. Ich freue mich auch. War eigentlich immer cool. Ja. War das letzte Mal cool, meine ich. Immer. So, waren wir noch nicht. Immer, das eine Mal immer. Ja.
Genau. Ja, das war's eigentlich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Nö, okay. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn ihr auch da seid. Ja. Ich meine, viele wohnen wahrscheinlich zu weit weg, so wie wir. Deswegen waren wir auch noch nie vorher, außer vorletztes Jahr. Aber wer die Möglichkeit hat, seine Eltern überreden kann, kommt vorbei. Hat schon Spaß, muss man mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Also man kann da sehr coole Sachen erleben. Man kann ja schon viel vorspielen, anschauen, probieren. Es gibt viele Aufsteller. Es gibt auch viel Merch zum Abstauben. Also so Sachen, keine Ahnung, Dragon Ball Kram. Also alles, was man so finden kann. Viel Cosplay gibt es dort. Also auch sehr, sehr, sehr verrückte. Könnten wir uns überlegen, wer weiß. Du hast jetzt so teuer, einen Würfel gekriegt. Ja, der war günstiger als dein Würfel. Der Würfel war nicht schlecht. Der Rucksack ist schon cool. Jo. Aber das stimmt, ja, die Perücken waren nicht so teuer. Da war ich selber sehr überrascht, wie günstig die waren. Ja, dann kauft man diesmal eine Perücke. Gib mal ein Like für das Video, dass ich eine Perücke kriege von Saarbrück. Und dass wir davon ein Video machen. Das muss ich lustig machen. Ja. So blau oder so, finde ich schön, so hellblau. Hellblau, ja, als wenn da schon was Knalliges. Blond macht ja nicht viel Sinn, ne? Nein, nicht so ein Knalliges, so ein helles Blau, so ein dezentes. Babyblau. Ja, so eine Art, klingt schön. Ja, finde ich auch schön. Könnte ich dann auch anziehen. Ja, finde ich gut. Okay, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Schreibt Kommentare, ob ihr kommen werdet oder nicht. Und ob ihr euch auf die Gamescom-Videos freut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.